Hey, hier ist wieder eure Sophia. Schön, dass wir uns zu meinem neuesten Video wiedersehen und heute mal draußen. Ich dachte mir, heute nehme ich euch mal mit in meinen Garten, mache ein Video hier, denn es ist so wunderschönes Wetter. Deswegen mal eine andere Location und heute geht es um das Thema Jung mit dem Fitness anfangen. Ich bekomme so viele Mails von Mädchen, die sind 13, 14, 15 Jahre, also richtig jung, die mich fragen, Sophia, wie soll ich mit dem Fitness anfangen? Worauf soll ich bei der Ernährung achten? Was ist der richtige Weg? Und wenn es um den Fitnessaspekt geht, sage ich, je jünger man anfängt, desto besser. Das heißt eben, eine sportliche Betätigung in seinen Alltag mit einbaut. Denn man lernt dort Eigenschaften, die man auch in anderen Bereichen seines Lebens anwenden kann. Das heißt zum Beispiel der Bezug zum eigenen Körper. Man baut ja ein gewisses Körpergefühl auf, aber natürlich auch einen gewissen Ehrgeiz und Zielstrebigkeit. Und das war bei mir zum Beispiel so, dass ich das sehr, sehr krass in der Schule gemerkt habe, dass ich da plötzlich auch viel zielstrebiger und ehrgeiziger war mit dem Lernen. Also richtig gut. Wenn es aber um den Aspekt Ernährung geht, dann muss man das da alles noch nicht so verkrampft sehen. Wie gesagt, da ist man natürlich in dem Alter noch sehr jung und da muss man eben noch keine Diäten starten, kein Kalorien zählen. Man muss sich nicht so viel informieren. Wenn man sagt, man möchte an der Ernährung was verändern, wenn man sich einfach gerade derzeit irgendwie unwohl mit der Ernährung fühlt, dann, wie ich immer so schön sage, mit unverarbeiteten, natürlichen Lebensmitteln arbeiten, mal selbst vielleicht frisch kochen, sich mal am Kochen versuchen, denn man ist eben in der Entwicklung in dem Alter. Und wenn man eben psychisch noch nicht so gefestigt ist und man hat einmal ein schlechtes Verhältnis zu Essen aufgebaut, dann schadet es einem mehr, als dass man eben was draus gewinnt. Und schlimmstenfalls artet es dann in eine Essstörung aus. Und wenn ich jetzt sage, gesunde Ernährung, was meine ich da damit? Es ist so, ihr sollt ja Spaß am Essen haben. Ihr sollt das Ganze genießen und Freude dabei haben. Und wenn ihr zum Beispiel aufsteht und eine normale Ernährung habt, dann esst doch zum Frühstück einfach ein Müsli und eine Banane beispielsweise mit einem Frühstücksei. Dann in der Schule nehmt ihr euch eine Pause mit und dann vielleicht auch nochmal ein Obst, also ein Pausenbrot mit Obst. Und wenn die Mama mittags und abends kocht, dann esst ihr einfach mit. Nicht, dass sie sagt, ich kann und will das jetzt nicht essen, sondern einfach gemeinsam mit der Familie essen, auch allein wegen dem Zusammenhalt. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und wenn die Mama vielleicht mal nicht kochen sollte, dann traut euch selber mal ran, kocht euch selbst was Schönes, zum Beispiel eine Gemüsepfanne mit Reis und irgendwas eben, worauf ihr geschmacklich Lust habt. Und deswegen, so baut ihr schon mal einen Bezug auch zur Ernährung auf, was ihr natürlich ganz klar wisst, wenn jetzt ihr jeden Tag euch Fastfood reinzieht und die Ernährung nur aus Süßigkeiten besteht, dann weiß man ja, das ist nicht so gesund. Und da habt ihr schon mal den ersten Schritt, wenn ihr sagt, ihr macht euch selbst mit frischen Lebensmitteln ein Gericht, dann ist es wirklich super cool. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt auch mit Freunden weggehen solltet und ihr bewusst entscheidet, nein, ich mache da nicht mit, ich schieße mich jetzt nicht wie die anderen komplett weg beispielsweise, dann übernehmt ihr in dem Bereich schon Verantwortung über eure eigene Gesundheit und dann habt ihr eigentlich schon gewonnen. Um auch nochmal auf den sportlichen Aspekt zu kommen, dass man da einfach einen Sport macht, der einem Freude bereitet, der einem was bringt. Beispielsweise, dass man jetzt tanzen geht, einen Tanzkurs nimmt oder vielleicht einen Kampfsport macht oder mit Freunden zusammen klettern oder schwimmen geht. Also ein, was einem wirklich Freude bereitet, was man gerne macht, wo auch noch ein gewisses Spiel dabei ist. Bei mir war es so, ich habe früher Tennis gespielt und eben bis 16 Jahren kann man sich da einfach frei entscheiden, worauf man Lust hat. Wenn man eben 2 bis 3 Mal auch Bewegung dabei hat, dann ist es unmöglich, dass man irgendwie Schwierigkeiten hat mit Gewichtsproblemen oder irgendwelchen körperlichen Beschwerden. Also 2-3 Mal die Woche Sport ist wirklich ideal. Sport, der euch Spaß macht, der euch begeistert. Wenn man jetzt natürlich so 12, 13, 14 ist, dann kann man auch mit den ersten Eigenkörpergewichtsübungen zu Hause anfangen. Zum Beispiel, man probiert sich an den ersten Liegestützen oder an den Kniebeugen. Das ist natürlich vollkommen in Ordnung. Aber wenn man sagt, man möchte ins Fitnessstudio gehen, finde ich, ist 16, 17 Jahre ein gutes Alter. Ich habe damals mit 18 Jahren begonnen. Und da natürlich auch nicht sofort von 0 auf 100 drauf lostrainieren und die morzigen Gewichtsscheiben draufpacken, denn der arme Körper weiß ja noch gar nicht, was er damit anfangen soll. Denn erstmal ganz langsam anfangen mit leichtem Gewicht, am besten mit jemandem zusammen, der auf euch schaut und dann wie gesagt erst leicht die Gewichte steigern. Man muss natürlich erstmal eine Grundlage schaffen, der Körper muss sich eben an die Gewichte auch gewöhnen und dann habt ihr sozusagen schon einiges geschafft und dann könnt ihr wirklich das Ganze intensiver mit 18, 19 Jahren betreiben und dann auch nicht die Ernährung sofort so krampfhaft damit dazunehmen, denn das eine und das andere, das muss nicht zwingend sofort zusammen sein, wie Kalorienzählen, strikte Diäten, sondern ernährt auch wirklich weiterhin gesund und wie gesagt,
unverarbeitet, kocht für euch selbst vielleicht und dann habt ihr eigentlich schon so gut wie gewonnen. Wollen wir nochmal alles zusammenfassen, ist natürlich immer besser was zu tun, als nichts zu tun. Lieber macht Sport, als den ganzen Tag vorm Fernseher oder vor dem PC zu sitzen. Das ist natürlich ganz klar. Aber jetzt für die Jüngeren von euch, macht wirklich Sport, der euch Spaß macht. Schaut einfach, dass ihr regelmäßig Bewegung habt und dazu euch eben gesund ernährt, wie ich es gesagt habe, aber nicht verkrampft. Macht wirklich das, was euch gut tut, dass ihr Freude daran entwickelt. Und was natürlich auch nochmal sehr, sehr wichtig ist, wenn ihr dann mit dem Fitness wirklich anfangen wollt, wenn ihr ins Studio gehen wollt, finde ich, ist 16, 17 Jahre ein gutes Alter. Und wenn ihr dann intensiv mit der Ernährung anfangen wollt, ist erst 18, 19, 20 der so besseres Alter. Denn da ist mit dem Kopf einfach schon mehr gefestigt, kann das Ganze ein bisschen besser kontrollieren. Deswegen seht das alles noch nicht so verkrampft. Und ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ihr könnt diesen Channel kostenlos abonnieren, damit ihr keine Informationen verpasst. Und dann sehen wir uns hoffentlich, vielleicht wieder draußen, wenn das Wetter es zulässt, bei meinem nächsten Video wieder. Macht es gut. Ciao.